Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Saisonauftakt, beim großen Preis von Bahrain, beim F1 Manager mit der vielleicht sogar interessantesten Fahrerpaarung, die es nur geben kann. Pierre Gasly und Fernando Alonso im Team. Also wenn das nicht eine geniale Fahrerpaarung ist, dann weiß ich auch nicht. Was soll eigentlich die Saison, wenn man so befasst, schon schief gehen, dass wir nicht Konstrukteursweltmeister werden? Ich weiß nicht, was. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die richtigen Fahrer, also Gasly sowieso. Alonso wird auch liefern, da bin ich mir zu 100% sicher. Ich meine, es ist ein Fernando Alonso. Ein Weltmeister auch, ein mega super Talent auch. Also, wir haben jetzt gute Fahrerzweig direkt. Wir haben viel in die Forschung reingepackt. Für die Saison schon viel geupgradet, alles. Wir sollten ein schnelles Rennauto haben, für auch schon am Anfang der Saison. Die Strategie, die liegt meistens einfach nicht. Also ich mache das eigentlich schon so gut, wie ich immer kann. Im Regen immer schwer natürlich, da kann man nicht immer alles richtig machen, aber vor allem im Trockenen, da mache ich eigentlich wenig falsch, wenn überhaupt mal. Die Fahrer machen, also vor allem Gasly macht kaum Fehler. Bei Alonso müssen wir gucken. Bei AlphaTauri hat er schon den einen oder anderen mal abgezogen, den Fehler, aber ist halt un war halt auch AlphaTauri, ein nicht so gutes Auto, was nicht so gut liegt. Na, also kann man davon verstehen dann. Aber okay, würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Gehen wir direkt rein ins Wochenende. Wir haben ja diesmal nichts zu machen. Wir haben ja schon bei der Preseason-Folge schon direkt vorgespult, alles bis zum heutigen Tag. Darum haben wir halt jetzt nichts zu machen. Haben eh kaum Geld, im Grunde gar nichts. Und dann können wir jetzt auf ins Wochenende gehen. So, da wären wir beim Qualifier Nummer 1 von angekommen. In Bahrain beim Auftakt. Jetzt kommt es, stellt sich heraus, wo wir in der Performance sind. In den Trainings sah das sehr, sehr gut aus, sage ich schon mal. Das ist bombenmäßig raus. Aber die Frage ist halt, wie ist das jetzt hier im Qualifying, jetzt wo die Performance endgültig enthüllt wird. In den Testtagen kann man noch nicht so viel sagen, weil dazu trotzdem jeder ein verschiedenes Programm ausprobieren halt. In den Trainings eben so, aber Gasly ist schon mal Schuhe. Oh ja, eine Zehntel trennen die beiden. Oh Mann, das habe ich mir erhofft. Aber Gasly sogar schneller, gut. Der kennt ja das Auto, das ist halt sein Vorteil jetzt. 100% bei Gasly und bei Alonso ist eben nebenbei auch 100%. Das habe ich schon noch im Training hinbekommen. Bei Gasly habe ich noch mal ein bisschen was angepasst gehabt. Beide 100 beim Auftakt und das besser geht nicht. Oh, Leclerc aber jetzt. Ah, Ferrari ist auch wieder stark, Mann. Die Da haben nerven die Räder mich. blockiert. Die nerven, Ferrari. Aber seien es dahinter. Oh, Verstappen noch mal knapp dann vor. Aber wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Perez sogar hinter. Splittet unsere beiden. Ja. Ja, wir müssen nicht mehr rausfahren, das passt schon. Oh ja, Mann. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Pfaffenhoffen! Bei seinem Debüt. Ist momentan vor Vettel sogar. Das deutlich, was? Wow, starkes Debüt bisher von ihm. Q2, vielleicht. Hat sich einfach jemand gedreht? Geht Q2 für ihn, das wäre schön. Aber zwei Zehntel ist nichts, ne? Wir sind gut dabei auf jeden Fall. Wir haben gut gearbeitet, würde ich sagen. Puh, ist sogar Neunter, was? Was ist denn das für ein geiles Debüt von ihm? Okay, am Ende ist er nur 13, aber er ist weiter. Und ich glaube, Vettel. Ja, Vettel ist raus. Puh, düpiert den erfahrenen Sebastian Vettel, den viermaligen Weltmeister bei seinem Formel 1 Debüt. Das ist ja mal völlig krank. Richtig stark. Wahnsinn. Auch von Joe die Leistung ist stark in diesem Aston Martin, wenn man mal Mick anguckt. Wahnsinn. Hier gibt es schon ein paar Überraschungen gerade. Russell weit hinten. Obwohl beide Mercedes weit hinten, ne? Oder? Ja, 14. und 12. Nee, 11. und 12. Oh, ja, ihr wisst schon wo. Ja, okay. Ja, geiler Anblick mit den 100%. Oh ja, Mann. Jetzt gebrauchte Reifen einfach. Bei beiden. Können sich schon mit Windschatten spielen, schon ein bisschen rumtaktieren. Der Russell, der könnte ein bisschen Zeit verloren haben. Boah, Alter, 3000, Junge. 3000stel trennen die beiden. Alter Schwede. Alter Schwede, wirklich.
Boah, aber wie, jetzt ist es immer ein bisschen enger noch, ne, als vorhin noch. Ziehen wir weiter. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr einfach was? Ich will es einfach nicht riskieren, jetzt wirklich rauszufliegen. Wir machen das mit den frischen Reifen nochmal. Das ist halt echt ein enges Feld, wenn man so will. Ein richtig enges Feld. Was das angeht. So, und jetzt fahrt, Jungs. Einfach eure Runden. Spult eure Runden ab. Grün, grün, ja, perfekt. Ja, nur gelb, warte. Oh, Gassi, ja. Was? Was? War das gerade wirklich... Alter. Was? Wo hat er das rausgezaubert, verdammt? Was? Acht, fast 9/10 von Leclerc. Was? Alter. Nebenbei, das ist unwitzig, Gasly hat exakt dieselbe Zeit gefahren wie in Q1. Das ist auch irgendwie witzig. Alonso, der war sogar langsamer, okay. Interessant. Was gab's noch so? Pucher, der ist 13 am Ende geworden, auch nicht schlecht. Da hat sogar noch zwei andere geschlagen können. Magnus ein 12. Ja. Er hat sogar sein Teamkollegen so geschlagen, oder? Ja, hat er. Ist toll. Und Ricardo ist raus. Alter. Keiner wird da jetzt auf Pol fährt unbedingt. Ich glaube, wenn Verstappen an diese Leistung rankommt von Q2 jetzt, ich glaube, dann steht die Pol schon locker fest. Wie hat er das geschafft? Hat er Banger Windschatten gehabt oder was? Wie kann man sowas schaffen? Ich weiß es nicht. Aber auch egal. Ah nein, das ist zu eng, oder? Ah nein, das ist zu eng. Das wollte ich doch gar nicht. Mann, weil diese dumme. Ist auch egal. Ah, die. Der Windschatten für Pierre ist nicht gut. Wir werden mal Alonso Windschatten geben, aber ja, der Verkehr ist nicht gut. Ach come on, wie viel Pech kann man haben mit dem Verkehr jetzt wohl noch? Ja, die Runde kann man vergessen. Die Runde kann man vergessen. Die kann man sowas von vergessen. Sie hat 7/10 schon zu. Verstappen, Alter, die Ferrari, Alter. Gasly ist Zweiter und Verstappen ist 7/10 weg. Was geht denn mit dem schon wieder ab jetzt? Was? Was? Zur Hölle. Also Gasly wurde aufgehalten, ganz sicher. Und Alonso sowieso, wenn man das mal anguckt. Aber was geht mit Verstappen schon wieder ab? Kann mir das mal jemand sagen? Wir hatten Gasly nicht den... Obwohl, ich hab den Gasly schon wieder den Banger Windschatten. Ah, Mann, wollte ich doch gar nicht. Wollte endlich ein bisschen Respektabstand losschicken. Aber Gasly ist ein bisschen weiter weg, glaube ich, als vorhin. Somit werden beide nicht aufgehalten. Oder? Jawohl, habe ich mit Gasly nicht so clever gemacht, 40. Obwohl, Alonso ist nicht so wie Magnussen, der ist schon schnell. Ich weiß gar nicht, warum Gasly jetzt die ganze wieder den Windschatten kriegt. Ich will ja beide gleich behandeln, aber zumindest ist Gasly schon noch schneller im ersten Sektor somit. Auch Alonso ist schneller allerdings. Aber hier könnte es ein bisschen wieder Zeit verlieren schon fast, ne? Nein, was macht denn der Alonso? Wieso verteidigt er denn so blöde? Alter, was macht denn das für einen Sinn? Junge. Okay, es ist nicht so clever gemacht gewesen. Aber Alter, die Ferraris. Alter, okay, Perez kommt da noch ran, aber Gasly. Ja. Alter, der ist sogar am Ende auf 2. Alonso 6, ja, hab ich. Ja, was ist denn das für Verstappen, Junge? Also nur durch den Windschatten konnte Gasly wahrscheinlich annähernd an Verstappen rankommen. Aber. Was? Also das. Was ist das für ein verrücktes Qualifying, Alter? Was ist das für ein Psycho-Qualifying gerade gewesen? Alter! Muss man das verstehen gerade? Hä? Wie kennt. Was? Verstappen? Junge, also. Pff. Hätte Gasly den Windschatten nicht gehabt, dann wäre Verstappen hier komplett einsam online gewesen. Junge! Wie? Wie hat er das. Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Ist auch egal. Alonso auch starker Sechster, aber. Ich meine, er hat kein Windschatten gehabt. Also. Ja, das habe ich mir nun gemacht. Gasly hat bestimmt selbst sogar noch ein bisschen Zeit verloren. Am Ende. Ich gehe mal davon aus, dass Gasly sogar ein bisschen Zeit verloren hat am Ende noch. Die Strategie, ja. Ist ja die Frage. Wisst ihr was? Ich kenne unseren Reifenverschleiß. Ja. Wir machen es einfach mal so.
Das ist natürlich nicht unsere Strategie, gar kein Fall. Aber wir starten mit Mediums. Ich kenne unseren Reifenfleiß. Wir machen am besten Medium, Hard, Medium. Ich kenne unseren Reifenfleiß. Die anderen, die meisten haben feindlich eine. Ja, was? Du musst während des Rennens mindestens zwei. Ja, ist schon klar. So, jetzt aber kann man das verstehen, ja. Ich kenne unseren Reifenfleiß. Die meisten werden bestimmt eine Soft, Medium, Soft machen, aber wir können das nicht. Nicht mal eine Soft, Medium, Medium 40. Ich kenne den Reifenfleiß von unserem Auto. Mittlerweile schon sehr gut. Nee, 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 nee. Das muss ich mir nicht antun. Müssen wir uns nicht antun. Okay. Auf geht's zum Rennen. Die Fahrer sind heute Nacht bei meist klarem Himmel in Startaufstellung. Und da haben wir Pierre Gasly. Der zweite Platz in der Startaufstellung. Aber das könnte sich in den ersten Sekunden des Rennens leicht ändern. Und hier ist Alonso, der zweite Fahrer des Teams. Keine Platzierung unter den ersten drei. Aber das kann sich im Rennverlauf schnell ändern. Und wie sich das schnell ändern kann? Und das ist er, der große Preis von Bahrain. Startsignal erlischt und los geht's. So, wie gut ist es die Pace im Rennen allgemein? Gasly, ja, mit keinem guten Start. Mit keinem guten Start von Pierre. Ah, Alter, was war denn das für Kackstart von wieder von Pierre? Oh, aber Pierre, ganz mutig. Ah, okay, ich habe vergessen, auf dem der startet ja auf Mediums. Hatte ich ganz vergessen. Aber darum können die beiden auch ein bisschen mehr aggressiv fahren. Hat Alonso, der hat immer seinen Startplatz gehalten. Immerhin. Und Gasly hat sich auch den jetzt wieder zurückgeholt von gegen Perez. Okay, das ist gut, ja, very good. Ja, jetzt ist die Frage, wie gut kann Pierre mithalten? Der hatte jetzt den Vorteil, dass die halt alle mit gebrauchten Reifen jetzt fahren, ne? Und Gasly hat halt eben die frischen und, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, Gasly macht diesen Alonso-Move und zieht vorbei. Geil, das Ding. Alonso, ja, wir sind bei die einzigen mit Mediums jetzt. Aber ich kenne unseren Reifenfleiß. Ich will da jetzt nichts anbrennen lassen. Neue Rennplatzierung für Haas? Ich will da auf gar keinen Fall was anbrennen lassen. Niemals. Viel zu riskant. Auch Alonso, oh, arbeitet schon ein bisschen nach vorne. Ist vorbei Leclerc oder nicht? Gas hat jetzt den Vorteil. Zeitfenster für den Stop. Ja, gut, das machen wir nicht natürlich. Na, komm, halt mit dem Medium wird es schwer, da vorbeizukommen. Weil er halt nicht so viel Grip hat auf der Bremse und so. Kann ich so viel bremsen, sagen wir es mal so. Ja, und Gasly? Ja, aber ich sag ganz. Ah, ne, doch, ne. Jetzt sind wir ja so, müssen wir hin. Aber im Rennfeind Verstappen ist nicht so ultra stark zu sein. Aktuell. Gasly ist sogar mit Medien vorbeigefahren gerade, ne? Mit härteren Reifen ja sogar eigentlich. Ja, und Alonso? Was können wir bei ihm machen? Weiß ich gerade nicht. Eigentlich nicht so viel. Nose muss man ein bisschen abreißen lassen. Der ist in der Rot. Der ist in der Rot. Boah, aber Verstappen ist schon echt trotzdem schnell. Aber wir haben die Mediums, da darf man nicht vergessen. Wir haben den Reifenvorteil. Ja. Verstappen hat den Reifenvorteil, meine ich. Aber das ES spart sich gefühlt auch ganz schön auf, wenn man vorne ist. Ja, und damit wird Verstappen auch kaum vorbeikommen jetzt hier. Nee, das meine ich. Ah, Norris, der muss. Der macht doch echt. Oh, ist gegen Bottas. Bottas und Norris. Die Mercedes sind halt echt. Mittelfeld halt nur. Muss man leider so sagen. So, Alonso hat jetzt mal kein DS mehr. Ach, schade. Kommt dafür draußen vorbei. Ja, ist so ein bisschen DS-Trainer. Das ist DS-Trainer vom Feinsten. Das darf man vorbei in Gasly. Schnellste Runde von Alonso aber immerhin. Ah, und der Typ hat sogar noch das DS abgestaubt gehabt. Das ist natürlich nicht so gut. Red Bull ist weiter vorne. Ah, Pierre ist dran. Pierre ist dran. Und dahinter ist schon eine Riesenlücke dreimal. Wow. So schnell kannst du so gehen. 3 Sekunden fast schon jetzt. Was für eine. Also die beiden Red Bull, beiden Haas und beiden Ferrari. Während Gasly jetzt wieder vorbei ist an Gasly. An Verstappen meine ich. Was war denn das gerade für eine komische Linie von Verstappen? Ich habe keine Ahnung. Überholmanöver. Wir müssen aber aufpassen, wir können den jetzt vielleicht nicht so viel pushen lassen dann doch.
Ah, es ist ja erstmal leer. Bahrain war allgemein auch immer eine schwere Strecke für unser Auto. Auch bei Alpha Tauri. Ach, nerven wir mit dieser Box, die mal Stopp holen. Wie geht es denn in die Box? Ja, okay. Junge, sind die hier langsam, aber auch. Puh. 30. Oh, und da war Leclerc mit einem Fehler. Und. Okay, und das ist natürlich wieder Dummheit, jetzt da zu warten. Leclerc ist letzter. Sehen wir mal, was da passiert ist. Gut, damit hat sich schon mal einer unserer Konkurrenten verabschiedet. Genau, und da blockieren die Räder. Na, das kann man ja gar nicht gebrauchen. Genau das meine ich bei Ferrari auch so ein bisschen. Die machen echt immer mal ein paar kleine Fehlerchen. Und jetzt auch schon im. Jetzt schon im Saisonauftakt. Nicht das, was man sehen möchte. Das ist klar. Da waren es nur noch 5 in dieser Spitzengruppe. Ein Ferrari gegen 2 Red Bull und 2 Haas. Sozusagen. Oh, Alter, jetzt könnt ihr. Ja, Perez und uns beide. Perfekt. Perez und ist aber beide jetzt, uns beide. Aber es stellt sich heraus, auf jeden Fall, dass, wie man sieht, jetzt Verstappen nicht mehr so overpowered ist wie vorhin. Also Red Bull ist jetzt nicht, also Verstappen ist nicht so dominant wie im Qualifier. Also was das für eine Performance von ihm war, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, und da kommt jetzt Gasly vorbei an Checo und da ist schon wieder gelb. Oh, da ist Verstappen auch schon wieder vorbei im Perez. Och, Mick. Der macht echt so viele Fehler, also Magnus ist ein bisher noch ein unauffälliges Rennen. Noch kein Fehler bisher. Man höre und staune. Aber mal sehen. Mal sehen. Oh, Perez will wieder gleich einen Doppelüberholmanöver machen. Alter. Oh, oder ne? Oh, gut geblockt von Pierre. Hat er echt sehr gut gemacht. Wie sehen die Reifen dort aus? Ja, bei uns halt immer noch besser, weil es die Mediumsets sind. Wir können ihn halt einfach dadurch mehr pushen lassen, beide. Oh, Alonso muss aber gefühlt abreißen lassen, so ein bisschen auf das Gefühl. Oder? Oder ist es nur so ein bisschen eine Täuschung? So ein bisschen. Naja, 5 Sekunden No ist, das ist echt gigantisch. Es wird Gas immer überholt. Oh, von beiden wahrscheinlich noch. Von beiden Red Bull, oder? Ah, komm, hier halte dich gegen Verstappen. Ja, kann er sich halten. Sehr gut. Oh, Alter. Wie er da vorbeischießt einfach. Oh, und Lennart gegen Perez den Konter. Oh, und er steckt da zurück. Schade. War ein Versuch wert, aber. Und Alonso hängt da immer noch dran. Oh, ich helfe mal den Angriff. Ja, ja, da außen. Oh, da außen wäre es geil. Aber mit den Medien ist es eigentlich kaum möglich. Oh, Gassi. Und Gassi war wieder vorbei und da, was geht denn hier ab? Und der Verstappen gleich hinterher. Eieiei, hier können wir uns mal angucken hier. War mal eine 6er Gruppe. Du erklärst Fehler, jetzt eine 5er Gruppe nur noch. Oh, Alter, wie spaßig das aussieht. Oh, sah fast wie in der Berührung aus. Ich glaube, jetzt wird aber Perez wieder vorbeikommen an Gasly oder Verstappen. Nee, Perez. Ja. Was eine Schlange hier. Oder was eine Schlange, 5er Gruppe halt. Red Bull ist weiter vorne. Oh, Gasly schon wieder. Voll aggressiv, Pia. Da ist, der ist gewollt, das erste Saisonrennen zu gewinnen. Man merkt's. Er will diesen Sieg um jeden Preis haben. Ich denke, unsere Strategie mit unserem Reifenfleiß ist schon gut. Wir können immer noch pushen, haben immer noch gute Reifen und der Stopp wäre für die 2-Stopper oder allgemein für die 2-Stopp eh schon, denke ich mal, in 6 Runden oder so. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Schätze ich einfach mal. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Albon dreht sich gut, das ist auch nicht so gut. Für Albon meine ich. Perez wieder vor, es sind beide Red Bull sogar vorbei. Ja, alles hin und her. Solange Gasly da mithalten kann eben, ist alles gut. Der ist ja immer noch dran und bleibt noch dran. Der hat immer noch bessere Reifen, darf man nicht vergessen, als die Jungs hier. Obwohl der schon die ganze Zeit auf aggressiven Fahrstil fährt. Ja, das ist die richtige Strategie, die wir hier machen. Mit den Medium, Hard, Medium. Boah, aber jetzt, ist er ein bisschen weit weggefühlt sogar.
Ja, gut, aber ist er wieder dran. Gut. Jetzt ist er halt wieder dran. So mit halb zu wild. Aber jetzt aufpassen. Alonso fährt hier noch ein unauffälliges Rennen hier dahinter noch. Und schon 6 Sekunden zu Norris. Perfekt. Ja, ich denke, durch den Leclerc-Fehler vor allem, wenn unsere Fahrer nicht Fehler machen, wenn die Strategie nicht so schlecht ist, könnten maximal von Platz 4 oder 5 sein heute. Auf jeden Fall. Ohne Fehler der Fahrer, ohne Strategiefehler, also einfach mal vom Groben her, weil Leclerc auch diese Fehler gemacht hat, der wird niemals mehr hier vor irgendwie kommen, schätze ich mal. Platz 4 und 5 sind da auf jeden Fall schon mal nur noch möglich, sag ich mal. Die Räder blockieren und der Wagen fährt Oh, Joe, geradeaus. oh, Joe, der so stark war im Qualifying. Wo ist der Pocher? 11. Oh, der, Alter, wenn der heute in Platz in die Bühnen erst einen Punkt holt, das wäre halt richtig krass. Ah, das Benzin ist so bald schon wieder im nicht mehr so guten Bereich. Wir sind von Runde 12. Man könnte auch einfach mal ein bisschen mal davor machen hier. Oh, Alonso, hat er gerade was versucht gegen Sainz? Ich weiß es nicht. Oh, Pierre ist noch dran. Ah, wir können noch schon 3 Runden fahren. Und dann ist in die Box kommen. Also, ich denke schon, dass eine Medium Hard Medium die bessere Wahl für uns ist. Das ist einfach die bessere Wahl. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn natürlich klar, wenn die auf weißen Reifen jedes Mal sehen, klar, wird es nicht leicht heute zu gewinnen. Aber wenn unser Reifenverschleiß das nicht hergibt, weil das nie hergibt, dann ist es halt so. Leider. Sah wie eine Berührung gerade aus bei den beiden Jungs hier. Wir können das so einfach einen Undercut machen, ne? Aber die Frage ist, kommt man im Verkehr raus jetzt? Oh, was per hier, was Alter, was machst du denn? Oh, Alonso hat versucht gegen Sainz gerade zu überholen. Oh, und Gasly, Alter, unsere Jungs sind ja voll aggressiv. Also ja gut so, aber ich verreck mich da immer sofort, weil das sieht immer ganz schön brutal aus, als es so feindlich ist. Komm, lass mich die einfach mal noch voll angreifen jetzt. Kommst du einer in die Boxen von denen? Nee. Wir werden dann jetzt bestimmt nächste Runde, würde ich sagen, kommen wir einfach rein. Wir werden wahrscheinlich. Oh, man könnte schon viel verdienen jetzt, ne? Ich weiß nicht. Ist es so clever, jetzt einfach reinzukommen? Oder was ist es besser? Einfach zu warten, was die machen? Also ich weiß es nicht. Wo noch man halt im Verkehr. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung gerade. Oh, Alonso, der will sie umwesen gegen Carlos. Ich weiß nicht. Ah, Mann. Wenn die halt im Verkehr verstecken würden, die Red Bull, ne? Ich weiß nicht. Wenn wir im Verkehr verstecken, wäre es auch Mist. Ah, Mann, wir werden vielleicht, keine Ahnung. Die fährt auch noch weiter. Ah, Sainz kommt aber rein. Da können wir gleich mal gucken, wo Sainz rauskommt. Dann werden wir sehen, wo er rauskommt, ob wir da Freifahrt hätten. Der fährt auf Hart jetzt, ja. Werden wir jetzt auch machen, da hätten wir schon mal keinen Reifen nach, da zumindest. Da kommt sogar einige in die Box. Aber er wird hinter Tsunoda fallen. Oder? Ah. Oh ja, perfekt, er ist hinter Tsunoda. Er ist hinter Tsunoda. Und zählt sein Team jetzt sogar noch. Okay. Das habe ich die Chance. Yeah, the same. A little bit of Ah. poor traction now. Holen wir jetzt als erstes. Traction issues. Alonso in die Box oder Pierre? Oh Mann. Ja, eigentlich der da vorne liegt, ne? Eigentlich der da vorne liegt, würde ich sagen. Und darum holen wir Gas jetzt einfach rein für die harten Reifen. Der sollte ja eigentlich hoffentlich. Ja, der müsste eigentlich locker vor den Williams bleiben. Das war so eine gute Runde noch mit diesen Reifen und da kommt vielleicht so noch in der Red Bull rein. Ne, die fahren noch beide. Oh Gott. Die fahren noch beide weiter. Könnten ein Undercut für Pierre jetzt werden. Habe ich hart rausgegeben. Ich hoffe. So, Alonso, bevor ich es vergesse, das kennt ihr ja, ich vergesse das gerne immer mal bei den zweiten dann. Wo tun wir jetzt schon direkt eingeben, bevor ich es vergesse. Kommen wir einige in die Box. Tsunoda noch nicht. Komm Pierre, bleib vorne. Ja, Pierre bleibt vorne. Pierre bleibt vorne. Zwar nur knapp trotzdem, aber knapp. Gar nicht mal so knapp eigentlich sogar. Ja, jetzt gib Gas einfach, Pierre. Gib Gas. Da ist schon. Ja, und der hat auch noch. Und das Leclerc hat richtig Kackreifen.
Und jetzt voll angreifen. Der soll jetzt voll angreifen, Pia. Nur mal ganz kurz. Das wird nämlich ein leckerer Undercut gegen die beiden Red Bull. Alter, der Leclerc hat gar keine Pace mit diesen Reifen. Absolut nicht. Ja, hat er absolut nicht. Ja, jetzt kommt die Red Bull in die Box. Also einer zumindest. Oh ja, Mann. Ich werde das sogar noch aufgehalten, der Verstappen. Nein, würde er nicht, aber... Das war eigentlich eine perfekte Runde von Pierre. Das war perfekt gemacht eigentlich. Naja, der wird locker vorbei an Perez kommen, an Verstappen kommen. Locker. Der fährt sogar jetzt Mediums allerdings. Hat dann wahrscheinlich die harten 40 Mal, oder? Oder nochmal die Mediums. Kann auch sein. Ah, ist schon weit weg von Pierre, ne? Ist schon weit weg. 2 Sekunden hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dieser frühe Stopp. Auch Alonso ist sogar vorne geblieben. Alonso ist vorne geblieben. Und dann wird Perez ist keine Chance eigentlich haben, 40 Mal. Ja, aber er ist vorne. Er ist vorne, deutlich vorne. Sogar Alonso ist sogar vorbei an Perez. Deutlich vorne. Boah, diese eine Runde hat ja richtig Zeit gekostet für Perez. Der ist sogar noch hinter Sainz geflogen. Und Alonso, der wie es wissen, der ist dran am Verstappen. Boah, Alter, sind wir auf 1 und 3 auf einmal. Wie das denn? Und Leclerc ist auch auf, Sainz auf harten Reifen. Und scheint ein bisschen... Oh, Alter, Alonso, Junge. Aber Fahrer, kein... Okay. Aber trotzdem, Alter, was macht der Alonso jetzt hier gerade? Krass. Oh, aber er wird noch nicht vorbei sein an Verstappen. Nee, wird er noch nicht sein. Ja, wird kein Einzelkampf. Schnellste Runde von Pierre aber. Na gut, die kontern jetzt Verstappen und Leclerc. Verstappen und Alonso meine ich. Oh, ja, 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 ja. Oh, wei, 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 wei. Was macht denn der da? Verstappen, der lässt ja gar nicht locker gegen Fernando. Oh, Verstappen und Alonso. Oh, Junge, was macht ihr denn? Eieiei. Lol, Alter, ja. Krass. Einfach nur krass. Er könnte natürlich so fies sein und Alonso einfach mal aufhalten lassen, ne? Aber machen wir nicht. Wir lassen die fahren. Es ist am Anfang der Saison. Alonso ist neu im Team. Oh, das Benzin aber mal, ne? Das Benzin sollte irgendwie mal. Wäre mal gut, das vielleicht zurückzustellen jetzt hier einfach mal, oder? Das wäre gut, schätze ich mal. Na komm, bleib, ja. Oh ja, Alonso bleibt. Alonso bleibt da vorne. Das ist aber auch gut. Das ist gut. Somit kann Verstappen nicht so wirklich aufholen. Wenn die sich noch bekämpfen, dann müssen wir gar nicht mal Teamarbeit machen. Dann ja, erledigen sich von alleine, was Gasly angeht. Dass man da vorne halt einfach fahren kann eben. Oder einfach zweimal hart nehmen. Wäre auch eine Option natürlich am Ende, ne? Klar. Alter, Alter, Alter. Boah. Ah. Ja, nee, der wird wieder nicht vorbeikommen, Verstappen. Der kommt wieder nicht vorbei, Max. Die beiden sind echt identisch, wenn man so will. Ja? Alonso, der lässt nicht locker draußen im Gegenteil seinen Teamkollegen. Ah, jetzt würde vorbeikommen, oder? Ja. Das war ja irgendwann mal nur eine Frage der Zeit, leider. Oh, und sofort ist er schon deutlich näher ran. Eie, was ein DRS mal ausmachen kann, Junge. Was das DRS aus... Macht Alonso, 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 bitte fahr, bitte fahr, bitte halt nicht an. Okay, gut. Alonso, gut, du bist immerhin nicht gecrashed. Bist noch auf Platz 3. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Obwohl, du hättest auch gerne Verstappen abräumen können, hätte ich diese Kick gehabt. Er ist immer noch Dritter, er hat noch guten Fuß auf Sainz. Ist okay, er ist neu im Team, Auto muss er noch kennenlernen. Alles noch okay, aber hoffentlich nicht so oft, bitte, ja, bitte. Damit wird es vielleicht wirklich ein Zweikampf heute einfach bloß zwischen Gasly und Verstappen und somit. Schade, hätten gerne Dreikampf auch mit Alonso sein können, der einfach mal um den Sieg kämpft halt. Ah, jetzt Perez da. Wie machen wir das mit den Reifen überhaupt? Was hat denn Verstappen für Wölfe? Der hat bessere als Gasly.
Harter. Ja, Alonso kommt dadurch mit dem, wegen dem DS ist nicht mehr hinterher halt. Ich würde einfach sagen, wir können jetzt nicht unbedingt übermäßig pushen jetzt. Weil es will dann nicht nochmal auf Harte gehen, um ehrlich zu sein. Nicht unbedingt zumindest. Aber ich glaube, Verstappen geht eher auf Soft am Ende noch, oder? So wie ich das kenne. Obwohl Alonso müsste, der hat einen besseren Reifenverschleiß, der kann noch ein bisschen aggressiver fahren. Der muss auch lieber. Der muss. Einfach. Wir lassen ihn nur mal kurz angreifen, komplett. Nur mal komplett einfach. Ja, die beiden, aber solange Gasly halt nicht locker lässt und immer schön dabei dran bleibt an ihm, an Max, ist ja alles gut eigentlich. Ja, aber trotz des aggressiveren Fahrens gerade kommt Alonso nicht mehr so in die Gänge. Ja, dieser Verbremser, der hat ihm jetzt ein bisschen Kraft gekostet, habe ich das Gefühl. Ah, Mann, der kommt jetzt nicht mehr so ganz in die Gänge. Perez kommt näher. Hat natürlich Mediums, aber er fährt das jetzt gerade angreifen, Alonso, ne? Und Gasly, ja, Gasly, der denkt sich, nee, Verstappen, du kommst mir hier nicht davon. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Aber es ist halt trotzdem krass, ne? Er ist trotzdem ein Dritter halt einfach. Trotz so des Verbremsers. Das ist halt echt krass. Und Gasly, der lässt halt nicht locker an Verstappen. Obwohl er weiße Reifen hat, oh, blockt aber ganz gut, Max. Oh ja, trotzdem. Ja, aber ich glaube Platz 5 für Alonso ist maximal von nur noch, also dahinter ist der Riesenlücke, also die drei Top-Teams, wenn man mal Leclerc mitzählt, der halt diesen Fehler nur gemacht hat, die sind in ihrer eigenen Liga einfach. Das ist halt so. Gasly, vorbei an Perez, Verstappen oder auch nicht. Ah, ich will hier ihn rein auf Steffen, sage ich. Ja, das will er. Schafft es natürlich nicht, weil er keine S hat, aber trotzdem ein netter Versuch. Oh, ja, und nebenbei, er kann nicht mehr pushen. Außer wir machen mit Alonso einfach eine andere Strategie mit Hard-Hard tatsächlich. Könnte man machen, aber was bringt das? Gar nichts. Wir müssen das einfach so ein bisschen akzeptieren, was das angeht. Aber noch mindestens 14 Runden aushalten mit den Reifen. 14 Runden. Ja, aber da kommt er jetzt nicht mehr so ganz hinterher. Der verliert es deutlich auf sein Teammate auch. Der hat wohl das DS hat er Verstappen, der die Mediums hat, der schnell ist, klar, aber ja, trotzdem, der Fehler, Mann, der Fehler. Das hätte so ein geiler Dreikampf werden können mit Alonso, der einfach nur um den Sieg kämpft. Das ist ja eine Freude zu sehen, dieser Altmeister um den Sieg kämpfen, aber dieser Fehler, der war halt trotzdem teuer. Ich meine, sowas darf halt natürlich nicht passieren. Weil Gasly, der amtierende Champion der letzten Saison, der macht kaum Fehler und bisher hat er auch noch keinen gemacht. Der hatte genauso gepusht, mindestens. Wenn Gasly mal vorne ist allerdings, würde ich fast sagen, tu mir mal Benzin ein bisschen sparen. Das gefällt mir nicht so, wie das so langsam runtergeht erst wieder. Er ist Perez, oh, ist Alonso schon direkt Fünfter auf einmal. Zwei auf einem Platz, drei verloren. Ah, dieser Verbremser hat sich vielleicht ein bisschen kaputt gemacht, oder? Wir werden sehen, wir können ihn mal jetzt ohne mehr pushen lassen. Das ist das Problem. Wir können Gasly aber gar nicht mal Sprit sparen lassen. Oder jetzt mal, jetzt vielleicht mal kurz. Hat er eh das DRS jetzt? Kann dann schon mal ein bisschen vom Gas gehen eher. Hat dann eh das DRS hier? Kann dann sowieso wieder rankommen? Das wird schon alles gut sein, denke ich. Ja, genau. Na, aber nee. Nicht nur machen. Wir können das mal machen, aber nicht nur. Weil sonst verliert er sofort das DRS. Das wollen wir ja nicht. Wir dürfen nicht vergessen, Max hat immer noch die Mediums. Jetzt können wir es jetzt machen. Jetzt können wir es jetzt mal machen kurz. Ja, weil jetzt wird Pierre wieder daneben schießen. Jetzt ist Pierre wieder daneben geschossen eben. Und kann auch mehr vom Gas gehen. Alonso, was machen wir mit ihm? Ja, mit ihm können wir das kaum machen eigentlich. Ey, Gasly würde schon locker vor Platz 6 sogar rauskommen, ne? Locker. Locker würde er das. So, jetzt wieder erstmal wegmachen.
Wir müssen das managen mit dem Sprit sparen. Nicht nur immer die ganze Zeit jetzt, bis er wieder im grünen Bereich ist. Sonst kann sich Verstappen absetzen. Wir müssen das jetzt clever anstellen. Alonso gucken wir uns dann um den Sprit. Aber die würden jetzt schon locker auf, also Gassi vor allem würde schon locker auf Platz 6 rauskommen. Gar keine Frage. Jetzt kann er sparen wieder. Weil das so eine schöne langsame Kurve ist, da kann man gut sparen. Jetzt wird er wieder vorbeischießen, wie ein Irrer. Kommt sogar diesmal vielleicht wirklich vorbei. Ja, noch nicht ganz, aber er kann sparen halt. Das ist gut, er kann sparen. Er kann wunderbar Benzin sparen. Perfekt. Bei Alonso müssen wir da mal gucken. Wie wir das mit dem Benzin machen. Alter, die sind aber richtig langsam. Sechster, schon 21 Sekunden weg von fünften alleine. Ja. Ja, aber jetzt nicht nur machen, nicht nur machen. Der hat es schon gut. Komm, der hat schon gut. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr sparen unbedingt, oder? Nee, komm. Das lassen wir. 0,2 ist schon gut. Das ist schon erstmal wieder im Bereich des Guten. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Zeit Vorsprung jetzt erstmal. Oh, Gast ist sogar wieder vorbei jetzt. Tatsächlich. Haas mit einem Überholmanöver. Die haben halt aber gar keine gute Pace. Also Gassi und Verstappen, die machen sich den Sieg 40 Mal untereinander aus am Ende. Alonso bleibt da dran, ist ein Kämpfer auf jeden Fall. Naja, und die da verlieren Zeit gegen die beiden da vorne. Na, dann machen wir doch hart. Können wir halt dann voll durchpushen, wahrscheinlich hinterher, ne? Ja, vielleicht. Vielleicht. Wie sehen die Reifen bei den Mädels aus? Ja, auch nicht so viel besser mehr, ne? Also. Das ist schon die bessere Strategie für uns, Medium, Hard, Medium. Vielleicht sogar Medium, Hard, Hard, würde ich fast sagen, aber da könnten wir halt noch mehr pushen als sowieso schon, ne? Und ich mag lieber pushen, als die weicheren Reifen haben und auf die Reifen dafür aufzupassen. Ich mag das so mehr einfach. Kann man vielleicht verstehen, oder? Magnussen in den Punkten hat noch keinen Fehler gemacht, wollt ihr mich verarschen? Jetzt, wo er bei Haas weg ist, macht er keine Fehler mehr, oder was? Das ist ja unglaublich. Frechheit. Ja, und die machen da eigentlich fast gar nichts. 6 Sekunden, die verlieren ihre Zeit. Ich glaube, dass sie am Ende die härteren Reifen haben. Wahrscheinlich, oder Verstappen macht eine Medium sogar. Dann hätten wir keinen Nachreifen nach, da zumindest. Oder geht doch auf Hart. Aber nee, auf Hart geht auf gar keinen Fall mehr jetzt in diesen Runden. Benzin sind wir wieder im grünen Bereich getrunken bei Pierre. Also somit hat sich das gelohnt. Und er ist noch dran im DS-Fenster. Haben wir gut gemacht. Alter, also man könnte eigentlich Pierre wirklich schon auf die Hartreifen schicken und da voll pushen lassen und dann ihn richtig einen großen Vorsprung rausfahren auf die Red Bull. Also auf Verstappen meine ich. Aber wir fahren gern die Mediums. Da müssen wir schon noch mindestens, sag ich mal, 6 Runden fahren. Also 6 Runden müssen wir fast noch hin. Sag ich einfach mal. Mindestens fast. Haas überholt. Sag ich einfach mal. Er Sprit. Ja, passt schon, Fernando, erstmal. Passt schon erstmal. Mach dir da bitte keine Sorgen. Das Ding ist halt, wenn Verstappen reinkommt und wir noch nicht, dann hat Verstappen eine Runde Zeit, um sich einen schönen Vorsprung rauszufahren. Ich würde dann doch gar nicht zu spät kommen wollen. Lieber dann, dass wir einen Undercut versuchen. Oh ja, Pierre hat sogar das DS abgestaubt. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Alonso, Alter, die sind zu weit weg, der Sechste. Junge, Junge, Junge. Da kommt von der ersten die Box. Okay. Die ersten kommen von die Box. Mhm. Aber wisst ihr was? Wir pushen jetzt. Wir pushen jetzt voll durch. Einfach. Mit beiden. Und dann werden wir bald mal Pierre reinholen. Verstappen fährt noch nicht in die Box. Ich glaube, der geht auf die Softs am Ende. Aber wir nicht. Wir nicht. Wir gehen nicht auf die Softs. Wir gehen auf die Medien. Wir fahren noch. Wir können natürlich viel Ufer reinkommen, muss ich sagen. Wir könnten vielleicht, aber. Ich würde sagen, mit Alonso gehen wir. Ja, mit Alonso gehen wir rein. Mit Alonso gehen wir rein einfach. Komm. Mit Alonso machen wir es jetzt mit den Medien schon. Der. Komm, mit dem machen wir jetzt schon mal das Risiko jetzt. Der würde auch locker vor Platz auf Platz 5 bleiben. Gar keine Frage. Okay, jetzt ist die Frage, wie sehen die Reifen bei Verstappen aus? Nicht mehr so gut auch, ne? Ich würde sagen, nächste Runde kommen wir einfach rein, oder diese schon auch? Oh, diese oder nächste? Ich will gerne die Reifen bei Pierre noch ein bisschen auslasten. Verstappen fährt ohne weiter, okay. Und 60 wäre jetzt ohne so schlecht.
Aber Alonso kann jetzt einen schönen Undercut hinbekommen. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Ja. Er wird sagen, die Reifen, ja komm, wir holen den jetzt rein, Pierre. Wir holen Pierre jetzt rein. Ich denke schon, dass Verstappen auf jeden Fall noch ein bisschen fährt, wenn er die Softs will. Ich denke nicht, dass er jetzt schon reinkommt dann, weil das sind fast schon viele Runden, weil der Reifenfleiß ist so hart trotzdem. Auch wenn unsere am härtesten ist, aber auch der von den anderen ist halt schon hart, was das angeht. Na komm, komm Pierre. Und das kann halt gut sein auch, vor allem. Kommt er jetzt rein, Verstappen, bitte noch nicht? Ah, doch, er kommt rein, okay. Dann wird er logischerweise, ja, okay. Dann wird er auf jeden Fall vor uns sein, weil die eh den besseren Stop hinbekommen. Alter, wie schnell können die stoppen, Junge? Das werden wir niemals toppen können. Alter, wie lahm wären sie? Oh. Ah, da geht auf die Softs, jetzt wirklich schon, auf die Softs. Jetzt schon. Alter. Was haben die für einen geilen, krassen Reifenverschleiß, Junge? Ja, der Pierre ist jetzt auf dem DS-Fenster, aber er kann mehr pushen, auf jeden Fall. Er hat sogar nur gebrauchte Reifen. Die Reifen bei ihm in der Tod am Ende sein. Gehe ich mal davon aus. Zumindest. Ja, komm. Wir werden ihn mal Druck machen lassen. Jetzt vielleicht auf die nächste Runde gehen dann gleich. Direkt mal. Das wäre doch was. Gleich mit dran an Pierre, an Max. Nebenbei mal. Ja, die Reifen in der Tod sind doch am Ende bei Verstappen. Alonso müsste eigentlich auch locker vorbei jetzt sein an den beiden. Mit diesen, er konnte es richtig pushen, richtig viel. Ja, und Pierre kommt leider. Das letzte Runde von Alonso schon mal nebenbei wegen dem Pushen jetzt. Ja, und Pierre, Pierre sitzt jetzt hinter Verstappen fest und kommt nicht vorbei. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt er vorbei. Ja, sehr gut. Wichtig und richtig. Für die nächste Runde vielleicht auch. Ja, Lieder schon mal im ersten Sektor bei Pierre. Bei Alonso nur noch gelb jetzt. Oh nein, jetzt wird er wieder vorbeikommen. Oh nein. Nerven für die nächste Runde, Verstappen, Alter. Och Mann. Ja, der Verstappen nervt mich für die nächste Runde. Die jetzt aktuell Leclerc hat. Alter, der ist weit vorne, Alonso. Ja, aggressiv aber nur noch fahren jetzt. Nur noch aggressiv jetzt, würde ich sagen. Ah, er kommt aber hier nie vorbei, Mann. Gelb. Ah, der bremst spät. Ah, was macht er denn? Ja, nee, es bringt nichts, es bringt nichts. Nächste Runde, er hat verdammt sogar eingefahren, Mann. Ja, dann macht das gut. Der Block hier auch richtig schön. Dass er ja nicht die nächste Runde fahren kann. Ah, okay. Du willst das nicht anders, Max. Okay, interessant. Alonso ist einfach mal Dritter mit einem deutlichen Vorsprung. Junge. Haas überholt. Na, also Pierre, aber keine Chance. Nee. Können wir vergessen, die nächste Runde. Können wir vergessen. Ja, aber nur Verstappen ist halt der Kampf um den Sieg, was das ergibt mit Gasly und Alonso. Der kann aber das Podium so mitziffern trotzdem. Der ist Undercut war schon genial gemacht. Ah, und Benzin sollten wir auch wieder da behalten. Na, Alter. Ja, es wird ein Kampf bis zum Ende, ich sehe schon, ich merke schon. Ja, Verstappen hat immer noch schlechtere Reifen als wir, ne? Das zeigt auch nochmal. Die Frage, wir müssen aber auch auf Alonso gucken. Kann der den Vorsprung halten? Die Räder haben wohl blockiert. Ja, kann er sogar. Er kann den Vorsprung halten auf Perez. Noch. Da schleudert jemand. Ja, ja, das ist eine gute Strategie gewesen. Medium, Hard, Medium. Definitiv. Damit können wir mehr pushen, die müssen mehr aufpassen auf ihre Reifen. Man sieht's ja. Die Strategie scheint dir nicht langsam zu sein. Ich meine, Gasly ist immer noch im Kampf um den Sieg dabei und kann ja verdammt unter Druck setzen. Wir müssen uns aber auch clever anstellen, würde ich sagen. Wir müssen ein bisschen Benzin sparen. Ganz klar. Wir müssen Benzin sparen. Und, ja. Dann auch ES ein bisschen sparen mal. Dann auch ein bisschen ES sparen.
würde ich mal sagen. Ja, sehr gut. Aber nicht wieder sehr clever anstellen dabei. Nicht nur einsetzen, dieses Spritsparen. Was ist Max weg? Man sieht's, wie er jetzt schon wieder wegkommt, weil er nur mal Benzin gespart hat etwas. Ah, jetzt kommt die doch ein bisschen näher an Alonso, aber es sind nur noch 8 Runden. Komm. Komm, Fernando, du kannst es. Komm, lass ihn doch mal kurz angreifen komplett. Nochmal ganz kurz einfach. Der hat ein bisschen besseren Reifenfleiß als Gasly. Jetzt hat er, ja, komm. Benzin sparen und ES dann auch aufladen. Ich würde sagen, jetzt laden wir ES auf. Jetzt laden wir ES auf. Jetzt, wo er vorne ist, kann Max sich nicht abreißen lassen. Bei Alonso hat den eigentlich nicht. Den brauchen wir gar nicht aufladen. Ah, nein. Oh, jetzt kommt fast abhängen. Oh, nein, das ist bitter. Das tut es weh. Und damit können wir gar nicht ES aufladen. Weil ich brauche es wieder. Damit er jetzt nicht zu weit wegkommt, Max. Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht. Wieso habe ich mich hier gerade ausgewogen gemacht? Nein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt komm, konzentriert bleiben. Schön das Benzin sparen. Nebenbei ist Alonso ist dadurch wieder weg. Von Sainz etc. Durch das Pushen. Ja, und Pierre greift hier an, obwohl er Benzin spart. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut macht er das. Alonso auch überragend jetzt wieder. Kommt sogar näher ran an die beiden, aber klar, der greift jetzt so voll an. Sollte aber jetzt nicht nur machen. Gelb, bitte nicht Alonso. Ich glaube nicht. Benzin ist gespart genug. Benzin ist genug gespart. Jetzt müssen wir nur noch aufs ES gleich achten, dass der da genug hat. Irgendwie müssen wir dann aufpassen noch aufs ES. Dass es noch sparen kann. Ja, komm, ich spare das mal. Jetzt spart der ES mal ein bisschen. Jetzt spart es einfach mal ein bisschen. Komm. Einfach mal ein bisschen sparen jetzt. Bei Alonso lieber nicht sparen, weil der ist aktuell eh safe. Wenn wir nicht sparen würden, das ES, dann würden die alle richtig schnell näher kommen hier. Ja, komm. Einfach schön ES sparen jetzt. Einfach ES sparen für die letzten Runden. Versuche einfach nur dran zu bleiben. Einfach nur dranbleiben, Pierre. Das sollte ja wohl gehen. 40 Mal. Oder kommt vielleicht sogar vorbei direkt wieder. Wäre auch nicht schlecht. Ja, so meine ich das, genau. Genau so meine ich das. Hast du das DS abgestaubt? Nein, das hat Verstappen ausgeriffen noch. Ah. Shit. Ja, aber noch aufladen. Aufladen einfach. Lad's einfach auf. Jetzt mal ganz kurz ein bisschen benutzen, um wieder ein bisschen ranzuschließen. Aber nicht gleich alles wieder verballern. Ganz genau so. Hat ein bisschen ES benutzt. Kann ich sie wieder ranschließen. Alonso's Podium sollte fast safe sein eigentlich. Meine 5 Sekunden immer noch. Knapp, das sollte eigentlich, ja, sollte ihm eigentlich nicht nehmen können mehr. Oh man, die Spannung schlägt. Es sind noch 4 Runden jetzt gleich. Noch 4 Runden. Ich würde es mal ein bisschen weiter vormachen, schneller. Der bleibt aber dran. Der bleibt trotz des ES-Sparen dran. Der bleibt da dran. Der bleibt da halt wirklich dran. ES ist aufgeladen. Aber wir werden es erst in der vorletzten Runde. Nee, erst in der letzten Runde benutzen, schätze ich mal. Lieber erst in der vorletzten Runde oder in den Anfang der vorletzten Runde. Da haben die Räder blockiert. Würde ich sagen. Ja, Alonso ist safe Dritter. Da müssen wir gar nicht mehr viel machen jetzt. Es geht noch um Gasly und den Sieg. Come on. Wir haben das gut gemacht, glaube ich. Ich glaube, der kann gleich Benzin benutzen. Der kann gleich volles ES. Und wir können ja auch nochmal voll angreifen lassen. Oh, Alter, Wahnsinn. Okay, komm. Gleich geht's los. Gleich. Vorletzte Runde jetzt. Noch nicht. Hier machen wir es noch nicht. Wer in der letzten Runde vorne ist, hat die A-Karte fast schon. Darum will ich das jetzt noch nicht machen. Das soll erst in der letzten Runde möglichst vorbeikommen. Mit allem Drum und Dran. Oh ja, come on. Hier soll er noch nicht unbedingt vorbeikommen. Bleib bitte hier, bleib bitte dahinter hier. Bitte. Würde er glaube auch nur können, weil er keine S hat. Okay, jetzt. Jetzt heißt es. Jetzt heißt es angreifen, Benzin und ES.
IRS. Alonso ist safe. Der ist sogar noch weit weg. Oh, okay. Dann noch verteidigen. Ah, nee, nicht noch verteidigen. Oh nein, das war. Okay, ich habe nicht gedacht, dass Zufall vorbeikommt. Oh nein. Ja, okay, aber Magnussen, Verstappen kommt nicht vorbei. Verstappen kommt nicht vorbei. Das sieht man schon immer am Anfang sehr zeitig. Wenn der Gegner nicht vorbeikommt. Okay, jetzt kommt. Jetzt verteidige irgendwie. Warte, gleich. Und jetzt setzt gleich das volle ERS auf Verteidigen ein. Voll auf Verteidigen jetzt, komm. Verteidige um dein Leben jetzt. Es geht um den Sieg beim Saisonauftakt. Oh ja, Pierre ist gut weg. 7/10. Hier kann er noch Verteidigen ansetzen, komm. Und das sieht gut aus, oder? Ja, hier sieht's gut aus. Aber noch hat er trotzdem die Chance. Noch hat er eine Chance. Hier halt, da hätte er noch eine Chance. Na, oh, und da will ich es aber versuchen, oder? Nein, er schafft's nicht. Hier hätte er noch eine Chance, aber es reicht. Es wird nicht reichen. Pierre Gasly gewinnt den Saisonauftakt und Alonso bei seinem Debüt auf dem Podium. Erster und dritter. Wahnsinns. Und Gasly geht als erster über die Linie und gewinnt. Da ist die Wiederholung. Und das ist der Sieg für Gasly. Geiles Ding. Ja, und eine geile Strategie auch. Ich wusste, dass das die beste Strategie ist. Magnussen Sechster. Alter, wollt ihr mich verarschen? Magnussen Sechster. Eine brillante Leistung des Haas-Fahrers. Noch nie hat ein Team das Podium so sehr verdient. Alle müssen begeistert sein. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Aber hier sehen wir die drei Fahrer mit der größten Punkteausbeute und dem zugehörigen Pokal. Für Haas war das heute ein sehr erfolgreicher Renntag. Oh. Schwitze ich jetzt wie ein Irrer, Alter. Junge, was für eine geile Strategie. Ich wusste es. Ich hab's gewusst, dass die Soft, Medium, Soft nicht funktionieren kann eigentlich. Darum bin ich auf die Medium, Hard, Medium gegangen. Wir hatten zwar dadurch im ersten Stint die härteren Reifen und auch im... Aber Verstappen hatten wir sogar immer die härteren Reifen, ne? Der hat ja eben die Medium, Hard, Medium, Soft, Soft, Medium, Soft gemacht. Er habe trotzdem, man hat gesehen, wie konnten wir pushen, Verstappen muss halt ein bisschen aufpassen, seine Reifen waren genauso shit am Ende. Ja, und am Ende wird bei uns halt ein erster und dritter Platz. Die beste Strategie der Welt, würde ich fast sagen. Medium hat Medium, ich wusste es. Ich wusste, dass es das Beste ist. Für uns zumindest, für unseren Reifenverschleiß. Wir haben den härtesten im ganzen Feld mit den Haas. Da war die richtige Entscheidung, mit den Medium zu starten und so. Wahnsinn. 2/10 am Ende, aber Alonso auch richtig stark, Mann. Das habe ich mir erhofft von ihm. Und mit, ohne den Fehler... Hätte er auch gewinnen können. Also, der war nicht viel langsamer. Seine schnellste Runde war zwar am Ende 3/10 fast langsamer, aber er war ja dran am Verstappen. Ohne die Fehler wäre er da dran geblieben. Und da hätte das hier ein geiler Dreikampf werden können. Hätte sogar ein Doppelsieg werden können am Ende. Also, ja gut, aber. Ja, aber sowas ist halt so, ne? Das passiert einem Gasly halt nicht, ne? Das muss man halt dann doch sagen. So, die Fahrer wären klasse. Du hast und dafür Haas momentan souverän. 40 Punkte haben sie schon. Haben wir schon. Oh, geiles Ding. Bin ich fix und alle. Ey, das ist ein Witz irgendwie. Magnussen wird Sechster. Ohne Fehler. Fehlt er mich eigentlich verarschen? Bei uns macht er 100 Fehler und hier macht er ein sauberes Rennen jetzt gerade schon beim Auftakt. Und gleich Platz 6 für ein neues Team? Was ist denn das für ein Witz? Keine Ahnung. Als Tor hat er ja mal völlig zerstört. Aber richtig. Obwohl von der schnellsten Runde ist sogar deutlich langsamer. Okay. Ja gut, keine Ahnung, was das soll. Gut, ist egal. Aber gut, das war's dann heute mit der heutigen Folge beim Vereinsmanager. Beim nächsten Mal sind wir dann beim zweiten Rennen, beim großen Preis von Jeddah in Saudi-Arabien. Auch das ist für gewöhnlich, auch bei AlphaTauri schon gewesen und auch bei Haas bisher, immer eine Strecke, die eigentlich schwierig war, wie in Bahrain.
Aber in Bahrain konnten wir mit einem Doppelpodium und einem Sieg glänzen. Also vielleicht auch in Jeddah dann deutlich besser. Bekommen wir sogar ein Upgrade noch? Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Fertigung, Entwurf, 33 Tage. Entwurf, 22. Ah nee, werden wir nicht. Gut, das sind nur 4 Tage, klar. Aber trotzdem kann ja alles passieren vielleicht. So, was sagt der Vorstand? Glückwunsch, natürlich, klar. Okay, das war's dann jetzt aber. Bis zum nächsten Mal dann bei Intvetter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mit Alonso, mit Gasly. Aber das ist die Traumpaarung auf jeden Fall. Man hat gesehen, wie stark das funktioniert. Bis zum nächsten Mal und ciao.